wenn ich mich hier an dieser Stelle eben einfädeln darf, du hast gesagt, Laura, danke für deine tollen Fragen. Und du hast deine letzte Frage begonnen, wie das ist mit Besetzungen. Mhm. Und da hatten wir nämlich auch noch dieses Thema, dass auch zum Beispiel sehr viele Menschen, die energetisch arbeiten im Moment, davon berichten, dass wirklich, dass sie solche Dinge vermehrt wahrnehmen. Also entweder Wesenheiten oder dunkle Einflüsse, die bei Menschen sind. Wodurch kann sowas geschehen, Christina? Also wir brauchen ja immer ein Eingangstor, dass die überhaupt zu uns kommen können. Und das können ungelöste Dinge sein, also Themen, die wir haben, blinde Flecken, also alles, was unbewusst ist. Dort sind wir sowieso mehr manipulierbar, weil wir es halt einfach nicht wissen. Und einfach Dinge, die wir in uns angestaut haben, die nicht gut für uns sind. Dort, wo wir, wenn wir zum Beispiel wütend sind und wenn wir diese Wut dann nicht richtig lenken, dann können sie das auch als ein Eingangstor nehmen. Also Wut ist ja nichts Schlechtes. Man muss es einfach richtig, halt in die richtige Richtung tun. Und wenn wir damit etwas zerstören, dann ist das natürlich etwas, wo die unlichten Kräfte dann nutzen. Aber wenn wir die Wut brauchen, damit wir uns von etwas abgrenzen oder damit wir den Mut bekommen, für etwas einzustehen, wofür wir vielleicht sonst Angst gehabt hätten, uns nicht gemacht hätten, dann ist Wut ja was Gutes. Und auch alle Ängste, die wir haben, das sind ja auch Eingangstore. Es gibt so viele Dinge, also alles, was eigentlich nicht nicht genug hoch schwingt und wo wir nicht genug bewusst sind, kann theoretisch für sowas halt genutzt werden. Und wir sind ja jetzt auch in der Zeit, in einer Zeit, wo wirklich die lichten Kräfte und die dunklen Kräfte beide wirklich versuchen, überall einzudringen, wo sie nur können. Ja, also es ist so ein bisschen wie Seilziehen. Mal haben die Oberhand, mal die anderen die Oberhand. Es geht so hin und her. Und es gibt ja auch Orte, ja, die oder auch noch von früheren Geschehnissen, wo Dinge geschehen sind, die jetzt zum Beispiel nicht besonders schön waren, und natürlich auch an Orten, wo Dinge geschehen sind, die besonders schön waren. Aber wenn wir jetzt nochmal beim Unlicht bleiben, weil ich habe noch was im Hinterkopf, warum ich das nochmal anspreche, und dann können wir das Gespräch mal wieder woanders hinlegen. Aber diese Orte, die können ja auch gereinigt werden und auch wenn jemand jetzt das Gefühl hat, er hat irgendwie ein Wesen bei sich oder hat dauernd Einflüsse in seinem Leben, die nicht so Gutes bewirken. Was würdest du dann tun? Also, dass man zum einen schaut, dass man sich reinigen kann. Und entweder man macht das selbst und wenn man merkt, man kann das selber nicht, dass man sich jemandem sucht, der das kann. Und das andere ist, dass man sich überlegt, wie konnten die überhaupt zu mir kommen? Also da muss ja irgendwas in mir sein, wo ihnen das ermöglicht. Und dass man sich das überlegt. Ja, und es scheint wirklich auch, wir bekommen immer wieder Mails von Menschen, die solche Probleme haben oder
die in Träumen solche Erlebnisse haben. Oder das scheint wirklich ein sehr großes Thema zu sein. Und ich wollte das nochmal erwähnen, weil wir haben einen lieben Freund, der wirklich spezialisiert ist auf solche Dinge. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt ein solches Thema in eurem Leben, ob das jetzt euer Haus ist oder ihr selbst oder euer Kind oder euer Hund, ihr findet auf der Partnerseite von Christinas Webseite sowieso einige ganz wunderbare Menschen, aber eben auch unseren Freund Antonio, der wirklich spezialisiert ist auf solche Dinge. Wendet euch an ihn. Wenn ihr englischsprachig seid, dann könnt ihr auch eine englische Mail an ihn schreiben. Aber das lohnt sich. Wir haben ganz tolle Rückmeldungen bekommen von Menschen, denen sehr, sehr geholfen wurde auf diesem Wege. Ja. Und es gibt ja auch Wesen, unlichte Wesen, Menschen, die Süchte haben. Mhm. Die haben zum Teil auch Wesen, die diese Menschen noch zusätzlich darin halten. Oder manchmal auch Menschen, die einfach noch vollständig schlafen, die haben dann auch manchmal so Wesen bei sich, die noch dafür schauen, dass diese Menschen noch mehr schlafen. Ja, danke. Jemand hat auch noch eine Frage gestellt in Bezug auf, wenn wir jetzt schon bei Süchten sind wegen Drogen, also es gibt ja diese bewusstseinserweiternden Drogen und die können für manche Menschen berichten da von unglaublich lichtvollen, wundervollen Erfahrungen, die sie machen und dass ihr Leben nachher eigentlich zum Positiven beeinflusst worden sind, aber viele bleiben dann irgendwie in so einer Sucht hängen. Wie siehst du das überhaupt mit diesen Drogen? Weil es ist ja auch ein sehr großes Thema, gerade auch bei jungen Leuten. Wie nützlich kann sowas sein? Und warum gibt es diese, also die Natur hat diese Drogen ja erschaffen, sagen die, die sie gerne nehmen. Ist ja was Natürliches. Wie siehst du das in Bezug aufs Bewusstsein? Aufs Bewusstsein? Also, ich bin halt dafür, dass man das von selbst kommen lässt. Also, dass man nicht irgendwas nimmt, damit da was aufgeht. Weil man ja dann nicht weiß, wo man landet. Mhm. Es gibt ja ganz schöne Ebenen, aber wenn man dann in eine schlimme Ebene kommt, dann hat man dann wahrscheinlich nachher ein kleines Problem. Weil, ja, das, also was da rumläuft, ist ja verrückt. Und wenn die arme Christina sieht das ja zum Teil. Also das ist ja viele Menschen, Entschuldigung, wenn ich dich gerade unterbreche, aber viele Menschen wünschen sich ja, hellsichtig zu sein. Aber das ist nicht nur... Nein, also... Das ist dann nicht nur schön. Und ja, also ich bin halt dafür, dass man schlussendlich geht es ja um das eigene Bewusstsein und nicht darum, ob man jetzt feinstoffliche Dinge wahrnimmt oder nicht. Das ist ja zweit- oder drittrangig. Weil unsere Schwingung und die Art und Weise, wie wir leben, das hängt ja nur von unserem Bewusstsein ab. Und ob wir feinstoffliche Wesen sehen oder nicht, das hängt nicht mit dem zusammen. Und es gibt ja manchmal auch gute Gründe, warum ein Mensch das eben nicht sieht. Ja. Also ich bin froh, dass ich nicht alles sehe. Ja, ich sehe ja auch nicht alles. Aber genug. Wenn wir manchmal mit dem Auto umfahren, besonders nachts, dann sagt Christine manchmal, oh Gott, dass du da durchfahren kannst. Und ich sage dann, ja, ich glaube, es ist ganz gut, dass ich fahre jetzt. Und da pflichtet sie mir immer bei. So. Ja. Noch was ganz anderes, wenn wir von Sehen oder Wahrnehmung sprechen, möchtest du etwas sagen zur inneren Erde? Gibt es, also natürlich gibt es eine innere Erde, aber was befindet sich da?
Also die innere Erde, das ist nicht etwas, was komplett ausgehöhlt ist, sondern das sind so gigantische, riesige Höhlen, die auch miteinander verbunden sind. Und da wohnen wirklich ganze Zivilisationen, also auch physisch, nicht nur feinstofflich. Und also die sind halt ganz verschieden. Es gibt solche, die sind gut für uns Menschen, die mögen uns. Und wenn wir hier auf der Oberfläche ein bisschen liebevoller wären, würden die auch mit uns reden und uns helfen. Die haben sich ja nur abgeschottet, weil das mit uns einfach nicht geht, das Zusammenleben. Aber wenn wir bewusster werden, dann würde das mit der Zeit sicher wieder möglich sein, dass man wirklich ganz offiziell da miteinander spricht